Aber dass ich auf einmal in einer derart abstrusen Weise konfrontiert werde, dass ich selbst mein eigenes Kind missbraucht haben soll. Also da steht man komplett fassungslos da und weiß erstmal gar nicht, was man tun soll. Er soll seine Tochter missbraucht und gequält haben. Das behauptet eine Therapeutin. Ich habe auch schon davon gehört, dass Klientinnen in dieser schädigenden Therapie, von der wir sprechen, aufgefordert wurden, sich vorzustellen, sexuell missbraucht worden zu sein, auch wenn sie es nicht wurden. Was passiert in manchen Therapiezimmern mit traumatisierten Menschen? Die erste Therapie habe ich beendet, als meine Therapeutin mir gesagt hat, der Missbrauch wird doch feststehen. Die Tochter ist heute Mitte 20. Ich spreche mit ihr über die Vorwürfe. Du hast das eben angesprochen, das Thema Missbrauch und dass dein Vater dich über viele Jahre missbraucht haben soll. Stimmt das? Für diese Doku begebe ich mich auf eine intensive Recherchereise. In den letzten 10 Jahren habe ich mich immer wieder mit dem Thema Missbrauch und Gewalt beschäftigt in meinen Recherchen. Und einer meiner ersten Filme, das ist der hier. In dem Film ging es auch um das Thema rituelle Gewalt in satanischen Kulten. Was genau rituelle Gewalt ist, in ein paar Minuten gehe ich näher darauf ein. Missbrauch ist ein sensibles Thema. Ich weiß das aus vielen Gesprächen mit Menschen, die Opfer wurden. Bis sich Betroffene anderen anvertrauen, vergehen oft Jahre und es braucht viel Mut. Therapien sind häufig die Rettung. Doch was, wenn genau dort alles noch viel schlimmer wird? Manche Therapieansätze, über die ich lese, werfen wenigstens Fragen auf. Meine Recherche, das befürchte ich, wird ein paar von euch vielleicht denken lassen, dass ich mit diesem Film Täterinnen und Täter schütze. Nichts liegt mir dabei ferner. Der Mann neben mir heißt Paul Matt und soll ein Täter sein. Das jedenfalls will eine Therapeutin herausgefunden haben, die mit Matts Tochter zu tun hatte. Er soll sein Kind von klein auf missbraucht und so konditioniert haben, dass auch andere das Mädchen missbrauchen konnten. Hier in Karlsruhe soll das unter anderem in diesem Gebäude passiert sein. Das Haus ist der Tempel, ein Kulturzentrum. Paul Matt engagiert sich neben seinem Beruf als Kriminalbeamter ehrenamtlich und ist im Vorstand vom Verein Tempel. Und wie ist es dann, wenn auf einmal Ihnen so eine Botschaft überbracht wird, dass Sie Ihre Tochter über einen sehr langen Zeitraum sexuell in einem rituellen Gewaltkontext missbraucht haben sollen? Dann steht man einfach komplett fassungslos, weil das ist, was, wie, wo, weil das steht ja, es war ja komplett außerhalb meiner Vorstellung. Ja? Also wie ich, also ich kenne diese Geschichten, ich war ja auch Dienstgruppenleiter, Kriminaldauerdienst eine Zeit lang. Insofern habe ich mich natürlich auch mit dem Thema sexuellen Missbrauch immer mal wieder beschäftigen müssen. Und da gibt es auch natürlich, da gibt es Fälle, wir brauchen gar nicht drüber reden, sexuellen Missbrauch gibt es, sexuellen Kindesmissbrauch gibt es. Aber dass ich auf einmal in einer derart abstrusen Weise konfrontiert werde, dass ich selbst mein eigenes Kind missbraucht haben soll. Also da steht man komplett fassungslos da und weiß erstmal gar nicht, was man tun soll. Im nächsten Step kommt natürlich aber dann die so langsam, ey, wenn dieser Mist gegen dich verwandt wird, dann ist alles, was du jetzt hast, einfach weg. Du bist beruflich ruiniert vollständig, ja, du bist privat ruiniert vollständig und da stimmt nichts dran. Da stimmt wirklich nichts dran. Paul Matt geht offen mit den Vorwürfen um, als die Sache vor knapp 3 Jahren Fahrt aufnimmt. Seine Tochter wurde Ende der 90er mit einer schweren Fehlbildung an der Luft- und Speiseröhre geboren. Dazu gleich mehr. Wir fahren von Karlsruhe aus weiter Richtung Pforzheim und besuchen in der Ecke Martina Matt, die Ex-Frau von Paul Matt und Mutter des gemeinsamen Kindes. Wie hat sie die schweren Beschuldigungen aufgenommen, als ihre Tochter sich ihr anvertraute? Ich konnte das im ersten Moment eigentlich nicht glauben und habe dann auch die Therapeutin ja gefragt, ob, sage ich mal, diese ganzen Probleme nicht daher rühren können, dass unsere Tochter einfach so Schlimmes mitmachen musste nach der Geburt. Weil das war ja schon eine schlimme Zeit. Ich meine, sie war 3 Tage alt, als sie ins Krankenhaus kam. Da waren zig Untersuchungen. Sie hatte dann so Infusionen, die wurden zum Teil am Kopf gelegt und so. Also das war für das Kind ein Trauma, das war für uns als Eltern das totale Trauma. Dann kam diese große Operation, da war sie 7 Tage alt. Das muss man sich ja auch überlegen, was so ein Baby da alles mitmachen muss. Und dann war sie 5 Wochen auf der Intensivstation, 1 Woche beatmet.
Und zweimal eine Nahtoderfahrung. Sowas, meiner Meinung nach, geht ja sowas nicht spurlos an, auch an einem Neugeborenen nicht vorbei. Und ich habe diese Therapeutin explizit darauf angesprochen, ob das nicht der Grund auch sein kann für diese ganzen Probleme. Und sie hat es abgelehnt mit der Begründung, das kann nicht sein. Sowas kann eben nur durch diesen rituellen Missbrauch hervorgerufen werden. Und es würde quasi da programmiert. Und sie hätte das jetzt diagnostiziert, weil sie dafür eine speziell ausgebildete Therapeutin war. Und gab es dafür Indizien? Also konnte sie denn Dinge benennen, die da möglicherweise auch klare Rückschlüsse darauf zulassen? Das konnte sie nicht. Und dennoch waren Sie aber am Anfang skeptisch. Sie haben ja Ihrem Ex-Mann dann, ich möchte nicht sagen, nicht mehr vertraut, aber Sie haben gezweifelt, dass das möglicherweise das doch sein könnte. Also ich stehe da, werde mit so einer Tatsache... Es gibt ja diese Fälle, dass Eltern natürlich nicht wissen, dass der Partner, die Partnerin über einen langen Zeitraum fürchterliche Dinge gemacht hat. Das habe ich mir überlegt. Also das gibt es sozusagen. Ich habe gedacht, okay... ich weiß überhaupt nicht mehr, was ist eigentlich richtig, was ist falsch. Ich kann das mal so als Arbeitshypothese nehmen, sozusagen, dass meine Tochter eventuell sexuell missbraucht worden ist. Jetzt mal egal in welcher Art und Weise, ob im rituellen Kontext, Kinderpornografie oder nur, sage ich mal in Anführungsstrichen, normal. Diesen großen rituellen Kontext, den man mir hat glauben machen wollen, das habe ich eigentlich von vornherein ausgeschlossen, weil dazu hätte sie ja Stunden oder halbe Tage irgendwo weggebracht werden müssen. Und weil sie ja so krank war als Baby, sage ich mal, haben wir sie ja immer sehr im Fokus gehabt, damit sie gesund bleibt. Diverse therapeutische Einrichtungen durchläuft die Tochter ab dem 11. Lebensjahr. Und irgendwann geht es dann eben um rituelle Gewalt und den Vater, den vermeintlichen Täter. Wer solche Geschichten kennt, ist die Psychologin Bianca Liebrand von der Sekteninfo NRW. Sie spricht im Kontext von schädlichen Therapien. Betroffene sollen nicht selten von ihrem Umfeld unter anderem komplett isoliert werden. Aber nochmal einen Schritt zurück. Was genau ist eigentlich rituelle Gewalt? Es umfasst sehr viel. Es umfasst im Prinzip alle Handlungsabläufe, die in einer strukturierten Weise und in einer Art feierlichen Form stattfinden. Also sie haben einen klaren Start und einen klaren Endzeitpunkt. Wenn ich also beispielsweise bei häuslicher Gewalt davon ausgehe, dass jemand jeden Freitagnachmittag geschlagen wird, ist das im Prinzip auch schon rituelle Gewalt. Ich habe auch schon davon gehört, dass Klientinnen in dieser schädigenden Therapie, von der wir sprechen, aufgefordert wurden, sich vorzustellen, sexuell missbraucht worden zu sein, auch wenn sie es nicht wurden. Also dass dann wirklich die Therapeutin sagt, egal ob sie sexuell missbraucht worden sind oder nicht, lassen Sie es uns doch einfach mal vorstellen, wie das wäre oder wie es wäre, in einer Kiste lebendig begraben zu sein. Und das halte ich für wirklich falsch. Also das ist keine seriöse Therapie. Warum macht man dann sowas? Oder warum machen manche Therapeutinnen und Therapeuten dann genau sowas? Also die Theorie besagt, dass man dadurch dann Erinnerungen wieder hervorrufen kann, die verdrängt worden sind. Was mir berichtet wird, was halt der schädigende Teil bei solchen Therapien ist, von denen wir jetzt heute sprechen, ist, dass man oftmals alleine von Symptomen ausgeht, da müsste doch eigentlich sexueller Missbrauch sein, auch wenn die Klientin sich selber nicht daran erinnert. Das ist natürlich gefährlich, weil es gibt keine Symptome, die eindeutig auf sexuellen Missbrauch hinweisen. Also wenn ich jetzt mich irgendwie so ein bisschen zusammenkauer und die Therapeutin sagt, diese Körperhaltung, die spricht eine ganz eindeutige Sprache, kann es nicht doch sein, dass sie sexuell missbraucht worden sind? Das hinterlässt dann so eine Verunsicherung und wir sprechen ja hier von psychisch instabilen Menschen. Und wenn die sowieso schon unsicher sind und auf der Suche nach Erklärungsmustern sind, und das sind Menschen grundsätzlich, dass ich gerne wissen möchte, warum geht es mir schlecht, warum bin ich krank oder warum habe ich Probleme? Und dann wird ihnen dann etwas erklärt, es könnte doch das und das sein. Und ich gehe immer weiter in dieses Thema rein. Und aber das ist jetzt auch gerade wie ein typisches Symptom. Wenn mir das immer wieder gesagt wird, dann fange ich immer mehr an zu zweifeln. Und dann kann es natürlich passieren, dass ich mir dann Dinge vorstelle, die vielleicht in der Kindheit passiert sind. Genau das soll auch die Tochter der Mats getan haben, erzählen mir ihre Eltern. Erlebnisberichte anderer Missbrauchs- und ritueller Gewaltopfer, die ihre Geschichten in Büchern festgehalten haben, soll sie eins zu eins nacherzählt haben. Was die Tochter selbst zu all dem sagt? Hab nur etwas Geduld. Die musste auch Martina Matt haben.
Die Mutter glaubte erstmal ihrer Tochter, der Therapeutin, und überlegte, ob ihr Ex-Mann ein Täter ist. Wann war denn der Punkt bei Ihnen erreicht, dass Sie sich sicher waren, das kann so nicht gewesen sein und Sie auch Ihren ehemaligen Mann nicht länger verdächtigt haben? Und was hat dazu geführt? Also das eine war dann, dass ich nochmal hier in Pforzheim auch bei einer Beratungsstelle war, wo ich schon nach der Trennung oft hingegangen bin und das mit dieser Frau auch besprochen habe. Und die dann auch gemeint hat, ich muss meine anderen Kinder einweihen. Weil wenn man so rumläuft, ich bin da 3 Monate rumgelaufen sozusagen mit diesem Wissen oder auch Nichtwissen, dass eventuell was gewesen sein könnte und konnte ja auch mit meinen anderen Kindern nicht drüber sprechen. Und das habe ich dann irgendwann eben getan und habe gesagt, es steht, gibt diesen Verdacht, dass bei ihrer Schwester ein sexueller Missbrauch stattgefunden habe, entweder in der Familie oder ich habe das damals schon auf die Nachbarschaft auch ausgedehnt und ob ihnen selbst jemals was komisch vorgekommen sei und die haben gesagt, niemals, also niemals, wer in ihrer ganzen Kindheit können sich an irgendwas erinnern, was ihnen auch nur ein komisches Bauchgefühl gemacht hätte. Und das andere war eben dann, als ich nochmal im Februar dann einen Termin bei dieser Psychologin doch bekommen habe und sie mit mir dann diese Körperübungen macht, ich saß auf einem Stuhl und ich muss sagen, warum hat sie mit Ihnen Körperübungen gemacht? Damit ich meine Tochter besser verstehen kann. Und ich war damit einverstanden, weil ich dachte, okay, mir hilft alles an Informationen, was ich irgendwie kriegen kann. Und ich saß auf dem Stuhl und sie kam von hinten, ich musste die Augen zumachen, sie kam von hinten, hat mir so die Hand auf die Schulter gelegt und ich sollte dann in mich reinspüren, was ich fühle. Dann habe ich gesagt, ich fühle nichts, außer dass mir schwindelig ist. Und dann sollte ich mir vorstellen, ich stehe vor einem Karussell, das sich dreht. Aber ich steige nicht in das Karussell ein, sondern ich beobachte eben nur, wie dieses Karussell sich dreht und was ich dann empfinde. Dann habe ich gesagt, ich empfinde wieder nichts, außer dass mir schwindelig ist. Dann die dritte Übung weiß ich schon gar nicht mehr. Hat sie gemeint, das sind für sie schon Indizien dafür, dass auch mir Schreckliches in meiner eigenen Kindheit widerfahren ist und dass auch ich ein Missbrauchsopfer bin. Und da wusste ich, hier verlassen wir den Boden von seriöser Therapie. Ja, das, wenn sie so ihre Diagnosen stellt, dann stimmt das alles nicht, was sie mir erzählt hat. Und ich habe sie dann nochmal explizit darauf angesprochen, ob sie wirklich schwarz auf weiß Mails von meiner Tochter hat, in der sie diese Vorgänge beschreibt. Und das hat sie sich so schwammig ausgedrückt, dass mir klar war, es gibt überhaupt nichts Handfestes. Und dann war klar, ich bin hier tatsächlich sozusagen Scharlatanerie aufgesessen und es war alles falsch, was wir gemacht haben. Ja. Paul Matt hat die Therapeutin im Januar 2020 angezeigt. Ein Strafverfahren bleibt aus. Im Juli 2022 kontaktiere ich die Therapeutin. Meine Fragen und die Konfrontation mit den belastenden Aussagen der Eltern bleiben jedoch unbeantwortet. Ich nehme Kontakt mit Therapeutinnen auf, die im Zusammenhang von ritueller Gewalt einen Namen haben. Es kommt in Einzelfällen zu Hintergrundgesprächen, aber keine ist bereit, mir ein Interview zu geben. Oder nur unter Bedingungen, die mit einer freien Presse nicht vereinbar sind. Mich interessiert vor allem eine Frage. Wie lässt sich in einer Therapie mit maximal Traumatisierten herausfinden, dass solche Personen in einem rituellen Gewaltkontext missbraucht wurden? Das alles vor dem Hintergrund wie im Fall der Matz, in dem die Tochter von all dem nichts gewusst haben will. Eine Antwort, die ich bekomme, mit viel Erfahrung, würde man das merken. Ich lerne eine Frau kennen, die mir sagt, dass sie mehr als 10 Jahre in Therapien war. Auch sie soll von ihrem Vater missbraucht worden sein. Auch sie hat davon erst in der Therapie erfahren. Wie haben Sie sich denn in der Therapie verändert? Ja, sehr zum Negativen, würde ich sagen. Also ich bin schon sehr selbstunsicher in die Therapie hineingegangen. Und das wurde dann in der Therapie immer schlimmer und immer schlimmer, weil es von Therapeutenseite aus die Vermutung gab zuerst, dass ich sexuell missbraucht worden sei und das verdrängt hätte. Ich hatte an so etwas überhaupt gar keine Erinnerung und deswegen hat mich das total verunsichert, dass es da irgendwo in meiner Vergangenheit etwas geben könnte, von dem ich nicht wüsste. Und später, als es dann in Richtung multiple Persönlichkeit und rituelle Gewalt ging, da hat sich ja diese Amnesie-Hypothese noch weiter ausgeweitet. Also, dass ich nicht wissen könnte, was ich tue, dass ich nicht wissen könnte, wer ich sei, dass ich nicht über meine Vergangenheit Bescheid wissen könnte, die dann noch schlimmer sein müsste als sexueller Missbrauch und dass ich mir selber nicht vertrauen könnte.
Wenn Sie mir erzählen, dass das bei Ihnen in Manko war, wurde daran gearbeitet, dass Sie selbstbewusster werden, dass Sie vielleicht auf Ihre innere Stimme vertrauen können, dass man Ihnen Mut gemacht hat? Nein. Also was ich erlebt habe, ist eher, also mir ging es während der Therapie immer schlimmer. Ich hatte dann auch immer mehr Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung und es hieß dann immer, diese kämen daher, dass noch Täterkontakt bestehen müsste. Und ich selber könnte ja nicht wissen, ob nicht doch Täterkontakt sei. Und ich könnte ja gar nicht wissen, ob ich nachts wirklich geschlafen hätte oder bei den Tätern gewesen wäre oder ob ich wirklich im Stau stand oder ob das eine Deckerinnerung sei. Und da wurde das Gefühl, mir selber zu vertrauen, ich würde fast sagen, grundlegend zerstört. In diesen Jahren der absoluten Ungewissheit, erzählt mir die Frau, zieht sie sich immer weiter zurück. Sie verliert ihr soziales Umfeld, geht nicht mehr arbeiten. Die Therapeutin wird mehr und mehr zur wesentlichen Bezugsperson. Eine dissoziative Identitätsstörung soll sie auch haben, wird ihr mitgeteilt. Das ist eine seltene Krankheit, die bei Menschen auftreten kann, die in ihrer Kindheit extrem traumatisierende Erlebnisse hatten. Erinnerungslücken an diese Erlebnisse sollen möglich sein. Im Kopf der Frau ist die Hölle los. Die erste Therapie habe ich beendet, als meine Therapeutin mir gesagt hat, der Missbrauch wird doch feststehen. Mir war klar, also ich habe das nie gesagt, ich habe das nie behauptet, ich habe daran noch keine Erinnerungen gehabt, ich habe dann fluchtartig diese Therapie verlassen. Aber in mir drin hat es dann weitergearbeitet die ganze Zeit. Das heißt, ich bin diese Unsicherheit darüber, was da eventuell gewesen sein könnte, nicht ganz losgeworden. Und das hat mich dann wiederum in die nächste Therapie dann getrieben. Wenn ich Sie da kurz unterbrechen darf, was macht Sie so sicher, dass Sie wirklich nicht missbraucht wurden heute? Sagen wir mal so, man kann natürlich nie hundertprozentig sicher sein, dass nicht irgendwie vom ersten bis dritten Lebensjahr irgendwas gewesen ist, wo man sowieso dann auch eine Amnesie hätte. Aber ich denke, wenn danach irgendetwas gewesen wäre, dass ich das schon wissen würde. Also das ist das Vertrauen, was ich heute wieder habe. Und später in dieser multiplen Therapie ging es ja auch darum, dass es noch weiter jetzt passieren würde, ohne dass ich was davon wüsste. Und das halte ich inzwischen für vollkommen ausgeschlossen. Da vertraue ich mir wieder. Das ist der große Unterschied zu vor der Therapie und in der Therapie, dass ich mir selber wieder vertraue. Vertrauen ist das eine, Wissen bzw. Erinnern das andere. Schmerzhafte Erfahrungen lassen sich mit der Zeit verdrängen, aber kann man sie wirklich vergessen? Ich bin verabredet mit der Rechtspsychologin Professor Renate Vollbert und ich treffe sie jetzt gleich an der Psychologischen Hochschule hier in Berlin. Und von ihr möchte ich wissen, wie Erinnerungen funktionieren. Sie erstellt auch Gutachten, die vor Gericht eine Relevanz haben. Und für meine Recherche ist das ein wichtiger Aspekt. Können Menschen, die Missbrauch, rituelle Gewalt oder Ähnliches erlebt haben, können Menschen das vergessen? Das ist eine sehr schwere Frage, weil es auch immer Dinge gibt, die anders sind als üblicherweise. Also insofern kann man sicherlich nicht sagen, niemand kann das vergessen. Solche Verläufe gibt es, aber die Frage ist, was würden wir typischerweise erwarten? Und typischerweise erwarten wir nicht, dass besonders traumatische Erfahrungen vergessen werden. Was wir sagen können, ist, dass es generell so ist, dass Menschen in der Regel, dass nicht die Folge ist, dass sie gar nicht wissen, was passiert ist, sondern dass die Folge ist, dass sie sehr, sehr schwer Abstand gewinnen können von den Erinnerungen an diese Ereignisse. Dass sie eher häufig verfolgt werden von diesen Ereignissen, diesen Erinnerungen an den Ereignisse über lange Zeit, die so erleben, als wäre es wieder eine Echtsituation. Wenn Traumata in der Regel also nicht vergessen werden, können in einer Therapie falsche Erinnerungen erzeugt werden? Absolut. Professor Vollbert spricht dann von Scheinerinnerungen. Wie lassen sich denn Scheinerinnerungen von tatsächlichen Erinnerungen unterscheiden? Ja, sie lassen sich am Ende nicht wirklich mehr unterscheiden. Wenn Scheinerinnerungen einmal eine Entwicklung durchlaufen haben und mit
in einer gewissen Ausführlichkeit da sind und auch mit einer subjektiven Überzeugung verbunden sind, dann lässt sich das von außen nicht mehr klar unterscheiden, ob das eine Scheinerinnerung ist. Aber es gibt auch solche Situationen, wo man im Grunde ganze Ereignisse oder auch ganze Ereignisketten falsch erinnern kann. Das heißt, es fühlt sich an wie eine Erinnerung, aber es ist in Wirklichkeit keine Erinnerung an etwas, was in der Vergangenheit passiert ist, sondern es ist gewissermaßen eine Projektion von der Gegenwart in die Vergangenheit. Es sind Überlegungen, Gedanken, Bilder, die man im Moment im Kopf hat und von denen man glaubt, dass sie in der Vergangenheit passiert sind. Und das kann sich verbinden dann mit tatsächlichen Erinnerungen, die man hat aus dieser Zeit, wenn man lange darüber nachdenkt, ob einem so etwas passiert ist. Das heißt, am Ende hat man etwas im Kopf, was sich verbindet mit tatsächlichen Erinnerungen, mit tatsächlichen Bildern aus der Kindheit und dem, wie man darüber gesprochen hat oder darüber nachgedacht hat im Jetzt. Eine Scheinerinnerung ist somit keine vorsätzliche Lüge, denn es gibt keine Täuschungsabsicht. Was ist jetzt Menschen sehen, die möglicherweise gerade in der Therapie sind und die denken, das ist ja genau das, was auf mich schon auch zutrifft und vielleicht auch Zweifel bei diesen Menschen bestehen. Wie sollten die sich ihrer Meinung nach in der Therapie verhalten? Sollten die das ansprechen? Ja, das ansprechen. Und dann könnte man ja auch, das ist ja ein bisschen das Problem, dass teilweise das auch nicht allen therapeutischen Kollegen diese Informationen haben über die Rahmenbedingungen von Scheinerinnerungen, weil das jetzt auch nicht so ein Bestandteil ist, der in allen therapeutischen Ausbildungen eine große Rolle spielt. Aber Patienten und Patientinnen wissen es eben auch häufig nicht und rechnen insofern gar nicht damit, dass auf diese Art und Weise Scheinerinnerungen entstehen können. Und wenn sie die Information haben, dass das entstehen kann, dann gibt einem das ja die Möglichkeit, selber also doch diese kritischen Prozesse nochmal wieder in Gang zu setzen und zu überlegen, ist das bei mir, kann das irgendwie sein, dass ich das falsch erinnert habe? Und das kann man auch mit Therapeuten zusammen ja reflektieren. Also wenn man diesen Gedanken hat, dann ist das sicherlich gut, das anzusprechen. Und es gibt bestimmte Rahmenbedingungen, wo das ja ganz fernliegend ist, dass das eine Scheinerinnerung ist. Und es gibt andere Rahmenbedingungen, wo das näherliegend ist. Und das zu besprechen und diese Möglichkeit zu erörtern und zu reflektieren, ist sicherlich sinnvoll. So vielschichtig Erinnerungen sein können, so unterschiedlich sind Therapien. Sicher ist, es gibt nicht die eine Therapieform, die bei allen gleichermaßen hilft. Ich bin für ein Gespräch verabredet. Ich lerne die Tochter von Martina und Paul Matt kennen. Ich weiß, das ist eine harte Frage, aber ich muss sie dir einfach mal stellen, um auch von dir das gehört zu haben. Es gibt hier, du hast das eben angesprochen, das Thema Missbrauch und dass dein Vater dich über viele Jahre missbraucht haben soll. Stimmt das? Die Tochter sagt, dass das kompletter Schwachsinn sei und sie nicht von ihrem Vater missbraucht wurde. Warum diese Geschichte vor knapp 3 Jahren in die Welt kam, sie weiß es nicht, kann sich einfach nicht erinnern. 3 Jahre konnte Paul Matt seine Tochter nicht sehen, weil sein Kind aufgrund der Annahmen einer Therapeutin in unterschiedlichen Einrichtungen untergebracht war. Die Mutter hörte teilweise 2-3 Monate nichts von ihrer Tochter. Mittlerweile ist die Familie vereint. Hat die Story ein Happy End? Ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich dieses 10 Minuten lange Gespräch gerade doch überrascht hat. Ich wusste, dass es der Tochter nicht wirklich gut gehen kann. Was habe ich gesehen? Eine junge Frau in ihren 20ern, die in einem Rollstuhl sitzt, die Probleme hat, sich klar zu artikulieren, die nicht gesund aussieht und zu mir auch gesagt hat, sie wünscht sich, gesund zu werden und sie wünscht sich, arbeiten zu können und ein normales Leben zu haben. Die Tochter hat nur einen weiten Weg der Genesung vor sich. Vermutlich, und das ist das Bittere, braucht sie bald wieder Therapien, um mit den Ereignissen der jüngsten Vergangenheit klarzukommen. In meiner Reportage habe ich einmal kurz das Krankheitsbild dissoziative Identitätsstörung erwähnt. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, schaut euch mal die True-Doku Ich bin viele an. Und an der Stelle vom ganzen Y-Kollektiv-Team einen schönen Gruß und herzlichen Glückwunsch an die Kolleginnen und Kollegen von Steuerung F. Der Kanal hat jetzt auch 1 Million Abos. Gute Arbeit.